Ich möchte euch heute ein sehr kurzes Video zeigen, in dem wir uns einen Textilerfrischer selbst herstellen. Kostet vielleicht 10 Cent, mehr aber auch nicht. Da kriegt ihr einen halben Liter raus, ihr braucht nicht viel dazu. Ihr braucht 500 Milliliter Wasser, dann 40%igen Alkohol, soll weißer Alkohol sein. Ich habe momentan diesen Trinkspiritus hier, davon 50 Milliliter. Ich nehme jetzt davon vielleicht, wenn es hochkommt, 10, nachdem ja fast 90% ist. Was kommt noch rein? Ein gehäufter Esslöffel von diesem schönen weißen Pulver, Natron. Natron kann man für sehr viele Dinge verwenden. Abreißen. Also einen gehäuften Esslöffel. Was braucht man noch? Wenn es aufgelöst ist, brauchen wir noch ein bisschen Duftöl. Müssen wir nicht, können wir optional. Viele sagen, dass man da 15 Tropfen rein tun soll. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel. Ich mache da nur ein Drittel von, 5 Tropfen reichen vollkommen. In dem Fall habe ich hier Rosenduft. Rühren, bis ich den Natron komplett aufgelöst hat. Und dann füllen wir das am besten in eine große Flasche. Kann man so eine alte Textilreinigerflasche nehmen. Wenn die aufmachbar ist, manche sind ja auch oben schon zu, die kann man nicht mehr öffnen. Vorher natürlich ausspülen, um die alten Reste rauszukriegen. Auch mit dem Wasser ein paar Mal dieses Pumpspray benutzen. Ich habe momentan nichts Großes da. Ich nehme also eines meiner kleinen Testfläschchen. Man sieht, das Wasser ist jetzt mittlerweile wieder völlig klar. Dann füllt man das hier ein. Und fertig ist der Textilerfrischer. Ich habe Natron hier in kleinen Packungen gekauft. Freunde kaufen den auch schon in 25 Kilo Gebinden. Der kostet fast nichts. Ja. Und dann kann man hier auf die Kleidung draufsprühen. Das trocknet dann relativ schnell ab. Wie beim normalen Textilerfrischer halt auch. Und das übrig bleibt, ist ein guter Geruch. Ja. Ich halte viel davon, Sachen aus Naturprodukten oder aus Billigprodukten herzustellen. Man kann sich sehr viel sparen im Haushalt bei den Reinigern, indem man halt auf diese Produkte umsteigt. So, das war's schon für heute. Das nächste Mal zeige ich euch, wie man selber Mundwasser herstellt. Das kostet auch nicht viel mehr als vielleicht 20 Cent. Bis dann!